Hey, ich will mit dir etwas aus der Bibel teilen und etwas, was ich genial finde, ist, überall, wo Jesus hingegangen ist, sind die Kranken geheilt worden. Ich habe letztens Lukas 4 gelesen. Lukas 4, Vers 38 bis 40 steht. Und er stand auf, also Jesus, und ging aus der Synagoge in das Haus des Simons. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Das ist doch so genial. In dieser Zeit müssen wir mit allen möglichen Krankheiten konfrontiert. Fieber, Grippe, vielleicht Coronavirus, was auch immer. So viele verschiedene Sachen. Aber überall, wo Jesus hingegangen ist, ob das Fieber waren, ob das sonst kranke Leute waren, sind Leute geheilt worden. Das ist, wer er ist. Es ist seine Person, die Heilung bringt. Und dann uns zusammen, gerade in dieser Zeit, nicht den Glauben verlieren, dass Jesus immer noch heilt. Er ist immer noch der, der heilt. Er ist immer noch der, dass überall dort, wo er auftaucht, breitet sich Heilung aus. So, Jesus wohnt in unserem Herz. Er hat uns gesagt, überall, wo ihr hingeht, predigt das Königreich und heilt die Kranken. Wir können die Kranken nicht heilen, aber das Geniale ist, Jesus wohnt in uns, wir sind in ihm. Und mit ihm zusammen ist es unser Auftrag, nicht nur für die Kranken zu beten, sondern zu sehen, wie sie geheilt werden. So, ich will dich einfach ermutigen, gerade wenn wir so oft mit Krankheit konfrontiert sind, in den News, in was abgeht in dieser Zeit, lass uns den Glauben nicht verlieren, dass Jesus durch uns durch die Kranken heilen will, dass er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um zu sehen, wie Kranke geheilt werden. Da steht, er hat einfach am Fieber geboten und die Frau ist komplett geheilt worden. Es braucht nicht komplizierte Gebete. Alles, was es braucht, ist ein Herz, das glaubt und sagt, ja, Jesus, wenn du das gesagt hast, dann mach es. Ich will dich ermutigen. Bet für die Kranken, gerade in dieser Zeit. Vielleicht nicht unbedingt Hände auflegen oder so, aber bet für sie und sprich das aus. Sprich Heilung aus. Über ihn. Ich glaube, das ist so eine gute Zeit, um zu sehen, wie Jesus den Kranken heilt durch uns durch, auch gerade in dieser Zeit von Corona. So, behalte Glauben und bete für die Kranken.